Österreichs Rauchersheriffs toben, denn tausende Anzeigen nach dem Nichtraucherschutz, mit denen sie Österreichs Wirte überschwemmt haben, sind nicht einmal mehr das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind. Schließlich hat der Nationalrat diese Woche beschlossen, dass es Nichtrauchern sehr wohl zumutbar ist, durch den Raucherbereich zur Toilette zu gelangen. Und das rückwirkend mit 2008. Und das heißt, Geld zurück für tausende Wirte. Post von der Behörde. So wie tausenden Wirtskollegen ist auch Gerhard Wallner schon eine anonyme Anzeige nach dem Rauchergesetz ins Haus geflattert. Und das, obwohl er dem Gesetz in Sachen Raucher-Nichtrauchertrennung auf Punkt und Komma gefolgt ist. Wir haben eine Anzeige im September bekommen von Rauchersheriffs oder Beamten, genau kann man es nicht sagen. Wir haben eine Berufung eingebracht gegen diese Anzeige. Jetzt werden wir schauen, was weiter passiert. Laut dem Branchenvertreter im Wiener Wirtschaftsbund ist Gerhard Wallner aus dem Schneider. Österreichweit seien nämlich tausende Anzeigen der Rauchersheriffs praktisch gegenstandslos geworden. Alle schwebenden Verfahren werden eingestellt. Das bedeutet, hunderte Wirte sind hier mehr oder weniger auf der richtigen Seite. Die Verfahren sind eingestellt, die Rechtslage und die Rechtssicherheit ist gegeben. Denn fix ist nun, dass Nichtrauchern ein kurzer Weg durch den Raucherbereich absolut zumutbar ist. Und der Parlamentsbeschluss gilt rückwirkend. Jetzt soll die große Geld-Zurück-Welle anrollen. Anwälte einiger Wirte wollen durchsetzen, dass die über Jahre kassierten Verwaltungsstrafen rückerstattet werden.